Hallo, mein Name ist Petra Aweiler. Ich bin Psychologin fürs Selbstvertrauen in Beziehungen. Und ich möchte dir heute hier drei Zeichen zeigen, an denen du erkennen kannst, dass du traumatisiert bist, wenn du betrogen worden bist. Geht es dir so, wie vielleicht einigen meiner Klienten oder Klientinnen? Bist du schon seit vielen Jahren betrogen worden? Hast du erlebt, dass dein Partner oder deine Partnerin eine Affäre über all die Jahre geführt hat oder dass es immer wieder einen Kontakt gegeben hat, unterschiedliche Kontakte übers Internet auf eindeutige Art und Weise? Gab es vielleicht immer wieder den Gang zu Prostituierten, was du dann später herausgefunden hast und was dich einfach immer wieder verletzt hat? Hast du erlebt, dass dein Partner oder deine Partnerin vielleicht eine Beziehung parallel zu dir geführt hat oder sogar mehrere Beziehungen? Auch das habe ich schon erlebt, gehört. Hat dein Partner, deine Partnerin dir als Begründung genannt, dass er oder sie sexsüchtig sei, sich eingeengt fühlen würde von dir, dass du es ja schuld wärst, weil du immer so klammerst und er oder sie sich deswegen befreien müsste? Gab es als Begründung vielleicht auch, ja, ich habe so eine schwere Kindheit gehabt, ich kann nicht anders, sag ich jetzt mal. Das heißt, dass dein Partner, deine Partnerin ein Verständnis von dir für sein oder ihr Verhalten haben wollte und dir vielleicht auch damit so signalisiert hat, es hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Es hat mit mir zu tun, aber ich kann nicht anders. Dein Partner oder deine Partnerin hat sich vielleicht immer wieder um dich bemüht, deswegen seid ihr auch immer noch zusammen oder immer wieder zusammen. Es gibt es ja auch dann, dass das dann häufig zu so einer On-Off-Beziehung führen kann. Aber es gab immer wieder halt Lügen, die du erlebt hast, weil du hast gedacht irgendwie so, du könntest vertrauen, dein Partner, deine Partnerin hat dir zugesichert, den Kontakt abzubrechen zu der Person oder den Personen, mit denen da was anderes gelaufen ist noch. Du hast aber geahnt, Mensch, da passiert doch irgendwie was. Irgendwas ist doch nicht richtig. Dir ist aber gesagt worden, vielleicht, Mann, du mal mit deiner Paranoia. Es wurde immer alles abgestritten und du hast es erst dann erkannt, wieder, dass du richtig liegst, wenn du zum Beispiel vielleicht von anderen Personen gehört hast sogar, was da alles abgegangen ist. Das ist natürlich nochmal wie so ein Gesichtsverlust, wie sehr verletzend das ist. Und vielleicht gibt es auch die Situation, was ich auch schon gehört habe, von einer Klientin beispielsweise, wo der Partner gesagt hat, die Person, mit der ich da eine Affäre hatte, ich möchte die aber weiterhin als liebe, gute Freundin behalten, weil wir sind so schon so lange miteinander verbunden und ich kann mit der so gut reden und so weiter. Wenn du dich in all diesen Dingen vielleicht oder in einem Teil davon wiedererkennst, dann hör dir jetzt meine drei Zeichen an, an denen du erkennen kannst, dass bei dir eine Traumatisierung vielleicht vorliegt. Das erste Zeichen ist, dass du, dass dein Selbstwert massiv darunter gelitten hat. Seit Jahren zweifelst du vielleicht an dir, an deiner Wahrnehmung, was vielleicht noch zusätzlich dadurch verstärkt wird, wenn dein Partner oder deine Partnerin dir zum Beispiel unterstellt, dass du ja doch nur wieder Paranoia hättest, ja, dass du dir was einbilden würdest. Aber du hast das vielleicht auch für dich selber schon übernommen und immer wieder an deiner eigenen Wahrnehmung gezweifelt. Das kann vielleicht auch so weit gehen, dass du deinen Selbstwert selbstständig auch reduzierst noch zusätzlich, indem du dir selber sagst, ich bin nicht genug,
Ich bin schuld, deswegen passiert mir das. Ich trage selber dazu bei, dass mein Partner oder meine Partnerin immer wieder fremdgegangen ist. Ich muss doch was falsch machen. Oder vielleicht auch so in so einer etwas versteckten, verdrehten Art und Weise, sage ich jetzt mal, du an dir selber zweifelst und dich selber abwertest, wie ich das schon mal bei einer Klientin erlebt habe, die immer wieder gesagt hat, ich muss meinem Partner doch noch deutlicher machen, wie sehr mich das verletzt. Der muss das doch verstehen. Nein, das muss der nicht verstehen. gleichzeitig heißt das, dass sie dann an sich selber gezweifelt hat, ja, im Grunde genommen, dass sie das nicht klar genug deutlich machen kann, wie verletzend das ist, dass sie was falsch macht. Ein zweites Zeichen dafür, dass du in einer Traumatisierung feststeckst, das kann sein, dass du... Das kannst du daran erkennen, dass deine psychische Gesundheit im Laufe der Zeit immer mehr darunter gelitten hat. Zum einen dadurch, dass du immer wieder zutiefst erschüttert bist, wenn du wieder mal erlebt hast, erfahren hast, dass da wieder was gelaufen ist. Dass du vielleicht reißende Flüsse regelrecht geweint hast oder gar nicht mehr weinen kannst. Du bist vielleicht so wütend auf deinen Partner und vielleicht auch auf dich selber, dass du das wieder hast mit dir machen lassen. Es kann sein, dass die Wut so groß ist, dass du regelrecht Hass verspürst, dass du dir Rache wünschst, dass du Vergeltung haben willst für all das, was dir angetan worden ist. Und du regelrecht in so einem, ja, so einer Achterbahn der Gefühle drin verstrickt bist, die regelrecht fast schon in Nervenzusammenbrüche, wenn es in die tiefen Täler geht, mündet. Diese massiven Gefühle dieser Achterbahn, damit klarzukommen, das ist jetzt echt schwer. Und vielleicht hast du versucht, das aushalten zu können, das besser aushalten zu können, indem du vielleicht immer häufiger zu Alkohol gegriffen hast. Das ist dir vielleicht erstmal gar nicht so bewusst geworden, aber mittlerweile machst du dir vielleicht auch Sorgen um deinen Alkoholkonsum. Das dritte Zeichen, woran du erkennen kannst, dass du durchs Betrogen worden sein, durchs immer wieder betrogen worden sein, in einer Traumatisierung feststeckst, das ist, dass deine körperliche Gesundheit darunter sehr gelitten hat. Du hast vielleicht mittlerweile immer häufigere und immer stärkere Schlafstörungen. Dann kenne ich das auch, dass einfach der Appetit weg ist, dass du ja stark Gewicht abnimmst oder abgenommen hast oder das Gegenteil, dass du Gewicht zugenommen hast immer mehr, weil du so, zum Beispiel einen großen Heißhunger immer wieder auf Süßes hattest. Man sagt ja so schön, eine Tafel Schokolade ist eine Tafel Liebe, so die Liebe, die du dir da selber gibst, den Trost, ja. Du bist vielleicht einfach körperlich durch dieses ständige Auf und Ab der Gefühle, durch die immer wieder erlebten Verletzungen auch massiv körperlich erschöpft. Das ist wie ein Stress, der auch durch andere Sachen auf dich zukommt, wie ein beruflicher Stress. Das kann sich auch auswirken auf solche körperlichen Symptome wie zum Beispiel einen Tinnitus oder auch du stehst ja unter einem massiven emotionalen Druck, unter einer massiven Belastung. Das kann sich auch auf einen Bluthochdruck auswirken, ja? Dass du innerlich sozusagen immer unter Druck und unter Anspannung bist und sich das da auch auf dein Herz-Kreislauf-System auswirkt.
Und was natürlich auch eine körperliche Folge sein kann, ganz direkt durch das betrogen worden sein, das ist, dass du dir vielleicht schon mal oder sogar mehrmals Geschlechtskrankheiten eingefangen hast durch deinen Partner oder deine Partnerin. Handle jetzt, um aus dieser Traumatisierung herauszukommen, das nicht immer weiter aufrechtzuerhalten. Wenn du immer so weitermachst wie bisher, dann trägst du selbst dazu bei, dass das alles weiter so bleibt wie gehabt. Wenn du dich immer wieder auf deinen Partner oder deine Partnerin einlässt, dann machst du dich auch gleichzeitig selber unglaubwürdig deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber. Das erlebe ich zum Beispiel auch bei vielen Menschen, wenn sie eine Trennung androhen oder die eine Trennung vollziehen und dann doch wieder zusammenkommen. Dein Partner oder deine Partnerin wird irgendwann denken, naja, die kriegt sich sozusagen oder der kriegt sich wieder ein, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Das führt auch dazu, dass du nicht aus dieser ständigen Schleife herauskommst und dich im Grunde genommen selbst verletzt. Wer das so lange ausgehalten hat wie du, der hat auch die Kraft dazu, sich daraus zu befreien. Ich möchte dir da ganz, ganz viel Mut machen. Überleg mal, was du alles schon mitgemacht hast. Das zeigt ja gleichzeitig, dass da eine unheimlich große Leidensfähigkeit ist. Die kannst du auch anderweitig nutzen, bezogen darauf, wenn du dich befreist, dass du die Leidensfähigkeit auch haben wirst, das auszuhalten, wenn Probleme auftauchen im Rahmen des sich Lösens der Trennung. Wenn du das Gefühl hast, naja, was mich zum Beispiel hemmt daran, das ist, dass ich immer versuche, es allen recht zu machen, dass ich die Verantwortung für alles übernehme und so ein Harmoniestreben habe und so weiter. Und das hemmt mich aus dieser Beziehung zu befreien und aus dieser Traumatisierung zu befreien. Dann habe ich hier ein weiteres Video für dich. Aufhören, es allen recht zu machen und es kinderleicht dir recht zu machen. Das wird jetzt hier irgendwo eingeblendet und ich hoffe, dass ich dir auch damit eine schöne Anregung geben kann. Ich danke dir fürs Zuschauen und sage dir nur noch, gehe deinen Weg jetzt.